Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge machen werden, ist, wir greifen mit dem CW an. Und zwar mit Go Wipe. Und ich würde mal auch sagen, wir hauen direkt in den CW rein. Ja, bevor wir jetzt anfangen, gucken wir uns erstmal an. Kriegsereignisse. Augustin hat einen Stern geholt. Ziehen wir uns den Kampf jetzt rein. Und eine gute Rathaus Level 8 Base. Hat er einen Stern geholt? Wahrscheinlich die 50% nur. Ja klar, er kann nur die 50% geholt haben, sonst hätte er zwei Sterne. Wenn das Rathaus gefallen wäre. Als erstes lockt er die Clan-Truppen raus, das ist schon mal gut. Das vergessen ja die meisten. Ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Ja, er hat einen Drachenangriff gemacht, wie es scheint. Ja, das mit dem Drachen ist immer so eine Sache im CW. Die fliegen nie dahin, wo man es will. Das ist echt... Ja... Scheiße. Okay, einen Stern hast du gut gemacht. Aber mein Ziel ist es immer im CW zwei Sterne, aber ich habe besser meine Schnauze, weil ich es besser an jedem bekomme. Oh, 50% zwei Sterne ist knapp geworden, aber zwei Sterne sind zwei Sterne. 40 Magier, also. Ist ja fast so eine One-Shot-Taktik, ne? Krass, ey. Krass, 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 krass. Das sieht aus. Ich greife nie mit Oni Magien an. Da muss immer was als Tank davor. Ah, er hat sogar einen Blitzzauber. Oh. Ich dachte, er will die Clan-Truppen ausblitzen. Hat er aber anscheinend nicht gemacht. Er hat die Minenwerfer weggeblitzt. Springen wir mal ein bisschen vor. Die paar Magier haben 50% geholt. Alter. Als ob. Ja, der Barbarenkönig hat außen noch schöne 50% geholt. Oh ja, da war viel Glück dabei. Aber trotzdem gut gemacht, Black Monkey. Gucken wir uns jetzt den nächsten Angriff an. Lukas. Achso, Verteidigung. Der nächste von Bellic. Ich schätze mal, dass es so ausgesprochen wird, da das E für ein Eurozeichen stand und das I für ein Ausrufezeichen. Auch ein Drachenangriff mit Drachen Level 1 und 2 Wutzauber Level 2. Ja, wie immer wohl vergessen, die Klartruppen rauszulocken. Aber wieso hast du überhaupt Valkyren mitgebracht? Gibt es da so eine Taktik, so Drachen-Valkyren? Habe ich jetzt. Also bis jetzt habe ich die Taktik noch nie gesehen, aber. Wenn es was bringt. Wahrscheinlich benutze die, um die Außengebäude kaputt zu machen. Aber ganz ehrlich, die Skelettfalle, die bringt irgendwie nichts. Die Skelette sind so schnell kaputt. Auf vierfache Geschwindigkeit. Aber hey, ein Stern ist ein Stern, ne? Jetzt schauen wir uns den Fail-Angriff von Lukas an. 21%, ich dachte schon 2%, ey, das wäre ja... Okay, wieso greifst du so einen Gegner an? Du weißt ganz genau, dass du so einen nicht schaffst. Ich wette, du lockst noch nicht mal die Clan-Truppen raus. Natürlich nicht. Anfängerfehler Nummer 1. Ja, du spielst dann nicht oft. Du sammelst irgendwie nur die Minen und Sammler ein. Sonst tust du ja auch nicht angreifen. Dann zählst du ja immer. Ja, auf einmal geht das hier, ne? Ja, egal. Riesen. Ja, ein Heilzauber setzt er. Wieso hast du den Heilzauber da hingesetzt? Das wird ein ewiges Mysterium bleiben. Oh, Lukas, was machst du denn da? Mag ja niemals auf einen Punkt setzen. Wegen hier, da unten, wo die Level 5 Magier gerade die... Ich setze jetzt einen Heiler, bringt sowieso nichts mehr. Ach, Lukas, ich muss dir noch einiges beibringen. Okay. Ja, jetzt muss der mit der großen Schnauze auch beweisen, dass er was kann. Und wir greifen die Nummer 2 an. Was werden wir als erstes... Scheiße. Mit einem Riesen kann ich das ja gar nicht rauslocken. Ah, nee. Warte, wenn ich das hier mache, aber... Was, wenn das Viech dann hier außen rumläuft? Ah, Mann. Risiko? Spielen wir Risiko? Ja, gut. Dann machen wir... Oh, ich bin müde. Dann machen wir schnell ins Schweinereiter. Den jammen wir uns mal schnell. Ja, ein Juwel, damit kann ich noch leben. So.
Ich hoffe, ein Schweinereit reicht, um die dir rauszulocken. Achso, das aber machen können, ich dachte schon. Wo locken wir den denn am besten? Ich würde mal sagen, hier, ne? Boah, bitte ist da kein Teller Eisen, ey. Dann bin ich ja sowas von. Warte, ich habe mir gar nicht überlegt, wie ich angreife. Hier ein Golem. Hier ein Golem, hier ein Golem. Mauerbrecher hinterher. Egal. Jolo. Nein, nicht dahin. Ach, verdammte Scheiße. Oh, super, David. Hast du super gemacht. Das fängt ja schon mal gut an. Was? Mauerbrecher am PC anzugreifen ist die größte Scheiße, die es überhaupt gibt. Ich habe noch nicht mal Clan-Truppen dabei, weil ich so ein Intelligenzbolzen bin. So, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen, die Clan-Truppen raus. Ich hätte mir einen Blitzzauber mitnehmen sollen, ganz ehrlich. Ach, hier Sprungzauber. Ach, die sind schon durch. Geil. Hier ein Wutzauber. Muss auf den Barbarenkönig achten. Damit ich seine Fähigkeit nicht wieder vergesse zu zünden. Los, das Rathaus muss fallen, das Rathaus muss fallen, das Rathaus muss fallen. Bam, Junge, das Rathaus ist gefallen. Ja, das sieht schon mal relativ gut aus. Ich habe sogar noch 20 Bogenschützen, falls sie die 50% nicht schaffen sollten, was ich aber stark bezweifle. Ah, die Bogey Queen ist jetzt down. Down. Komm mal down, Alter. Ja, der Barbarenkönig, ich glaube, seine Fähigkeit zünde ich dann jetzt gleich. Oh, das ist so geil, wenn das ein 3-Star, also 3 Sterne wird, ey. Wird's aber nicht, ganz bestimmt nicht. Boah, Barbarenkönig, biete dem Bogenschützen, Dingsbumster, dem Packer ein bisschen Tank. Nein, der Packer ist down, oder? Nein, der lebt noch. Bogenschützen, lenkt die Verteidigung ab. Lenkt die verdammte Verteidigung ab. Tesla, geh auf den Barbarenkönig und nicht auf den Packer. Los! Ich weiß, ihr könnt es schaffen, Schala. Hey, Schala, verdammte Scheiße. Oh Mann, ey. Oh, so knapp wieder so. Ach nee, ja. Mann. Egal. 2 Sterne, 76%, damit kann ich leben. Keine Blamage. Läuft. Ja, holen wir noch ein paar. Nee, kein Bock mehr darauf abzuwarten. Ja, habe ich wieder 2 Sterne für unseren Clan reingeholt. Und jetzt steht 6-6. Nach 6, 5 Angriffen. Das wird wieder knapp. Yeah, 2 Sterne geholt. Like. Boss. Auf Enter kann man hier nicht drücken. Ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch etwas gefallen. Ciao.